Lalalalalo again, da bin ich wieder. Gut gelaunt am Montagnachmittag. Gipfel war gar nicht so unerfolgreich mit 271 Punkten. Ja, letzter Gipfel für heute, für diese Woche. Der RK-Account, wo die liebe TapTap-Gemeinschaft aus der Line-Gruppe auch vorhanden ist, die auch im Übrigen, will ich nochmal darauf verweisen, bei Facebook zu finden ist, in der TapTap Heroes-Gruppe Deutsch. Und ja, ihr könnt dort einfach mitmachen. Server T961, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann haben wir die Ragnarok-Gilden immer noch eine Empfehlung wert. Und der liebe Hans, der postet ja auch regelmäßig darüber. Also, wenn ihr da Tipps wollt, die Jungs, die helfen euch gerne, könnt ihr gerne mitnehmen. So, das dazu. Ich möchte ja auch mal ein bisschen dafür werben. So, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Gipfelchen. 271 gilt es zu knacken. Wird nicht ganz einfach. 10 Versuche haben wir. Let's have a look. So, wen haben wir denn hier? Erstmal Blaubarschbube. Heißt eigentlich Blaubeerbombe. Okay, gut. Ich nehme hier diesen Priester. Ja, dann Opi. Ultima haben wir heute noch gar nicht genommen. Virtandi, das gefällt mir schon mal ganz nett. Und ja, dann hier noch den Jackie. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt in der Runde 1. Ein Sieg. Jeder Sieg sind wichtige Punkte. Vielleicht knacken wir ja mal die 300er Marke. Wäre ja mal ganz nett. Der hässliche da, den nehme ich mal mit, auch wenn ich ihn gar nicht haben will. Verthandi kriegt jetzt das hier von mir. Dieses schöne Artefakt für den Himmel. Ja, ob wir wieder so kranke Konstellationen wie das letzte Mal zusammenkriegen. Weiß ich nicht. Können wir mal gucken. Das war jetzt nicht so gut. Damit viermal Phoenix, das war schon. Viermal Phoenix, einmal Draw, einmal Wetter. Ja, das ist ja schon wieder. Oh. Ja. Ja. Also eigentlich kann man ja jetzt sagen, was man will. Wie man sich entscheidet, ist es wahrscheinlich falsch oder richtig. Ich nehme Freya, die goldene Mitte. Ich nehme Freya. Und die kriegt von mir diese vollen Geschwindigkeitsboots. Warte mal, 12,6, 42. Die Geschwindigkeit ist dann gleich. Ich gebe das der Freya, dann ist die ein bisschen flotter unter den Füßen. Bisschen Geschwindigkeit für ein bisschen Freya. Dafür nehme ich dann hier Blaubarschbube raus. Und dann gucken wir mal, was Freya so kann. Das ist. Gehe ich auf die Clerics-Schiene? Ja, ich gehe auf die Clerics-Schiene. Scheiß drauf. So. Es hat geklappt. Nee. Nee. Detlef. Ja. Jo. Gib das mal der Altima. Auch wenn man mir mal sagt, der Altima ist totaler Schrott. Ist egal. Nehme ich jetzt einfach mal mit. Autschi. Den ersten Klatsch gab es in Runde 5. Den zweiten Deadlove will ich jetzt nicht. Fühle mich jetzt beleidigt. Das geht ebenfalls wieder einer auf die Mütze. Eieiei, das war klar. Okay, die ersten 15 Punkte auf dem Weg zu 271 zu knacken sind erreicht. Ist nicht gerade rühmlich. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Vermieterin, ey, wenn ich das schon sehe. Riley. Riley ist doch schon wieder ganz nett. Oh. Immer wenn ich aufnehme, gibt es Scheiße. Nein, ist nicht wahr. Gibt es auch sonst. Kann das Aufnehmen nichts für. Okay. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt was mehr auf Mages oder auf Clerics gehen. Werde ich auch einhalten, nach bester Gewissenheit. Okay. Oh ja, ein Todesgöttchen nehme ich gerne mit. Damit sind wir schon ein bisschen was auf die Mage-Schiene gerutscht.
Vivian eher nicht so. Drow schon eher. Drow schon deutlich eher. Ja, ich mache mir die Magier-Schiene da unten ist nicht wieder kaputt. Yes, sir. Themis noch dabei nehmen. Ja, dafür die Orphi da unten rausschmeißen. Das ist eigentlich eine Maßnahme. Oh, da habe ich sogar eine Unity Aura bekommen. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geschaut. Ist aber okay, soll mir recht sein. Oh, Skald, das ist natürlich richtig edel jetzt. Skald ist edel. Skald kriegt von mir Star Shards. Und Skald wird jetzt bitte reinkommen. Für 6 enough. See. Aber. Okay. Ja. Yeah. Oh, wir Handy. Geil. Okay. Ja. Ja. Ah, wie schade. Runde 6 mit so einem Line-up. Mies. Wirklich mies. Oh, ja. Lorelei ist schon besser. Machen wir es so? Sollen wir mal so machen? Okay, wir machen es mal so. Ich mache jetzt hier diesen Chaosgipfel, nenne ich das Ding jetzt. Das Video nenne ich Chaosgipfel. Einfach ein totales Wirrwarr, was überhaupt keinen Sinn ergibt, um zu gucken, was nachher bei rauskommt. Das wäre ja mal total easy peasy. Okidok. Oh, Todesgott. Deadlove will ich nicht mehr. Hat mich heute genug hängen lassen, die Drecksau. So. Nee, nichts von all dem. Nein, auch nicht. Nö. Ja. Ach, du hast schon ein Artefakt. Schwör, dann kommst du. Todesgott. Ja, das ist der vierte Sieg. Nutzungsbruch, nehmen wir mal mit. Ja, der fünfte Sieg ist da und ist mein. Ja, nochmal das Ding. Na, da habe ich eine Vertandi gesehen, das ist nie ein gutes Zeichen. Hat aber noch gereicht. Mich jetzt überrascht. Geschwindigkeit. 6 Siege, ich habe einen Phoenix gesehen, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja, und das gab einen Klatsch. Aber ich habe noch eine Chance. Ich lasse das so. Okay, 6 Siege. Sind immerhin 21 Punkte drauf, sind wir bei 57. Mit Lorelei, Olivia starten wir. Das hier ist Kacke. Das ist auch nicht so wild. Das ist auch nix. Das ist auch nix. Was sagt uns das? Oh, nein. Okidok. Oh, Kurt. Nett. Der Gürtelmeck zeigt sich wieder von seiner Schoki-Seite. Nice. So. Ja, okay. So, ihr seht schon, wohin die Tendenz in dieser Runde geht, nämlich in die Mage-Schiene. Wenn ich da unten noch den Axe-Death und oben in der Ecke das Arschloch ausgetauscht bekomme.
dann sieht das schon ganz nett aus, was ich hier gebastelt habe. Einfach komplett mal Mages nehmen und schauen, wo man hinkommt. Ultima jetzt mal verzichten. Themis passt mir jetzt noch ganz gut mit ins Konzept. Machen wir es so. Ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt voll drauf auf Magier. Gewinne meine fünfte Runde. Scarlet ist immer noch besser als Agnes Death. Definitiv. Oh Kurt, du hast ja schon ein Artefakt. Sorry. Dann habe ich einfach, weil ich zwei blaue habe, das Problem drin. Jetzt habe ich zwei braune drin. Also im Endeffekt bräuchte ich jetzt zum Beispiel noch eine Freya und irgendwas Todesgottmäßiges. Dann hätte ich auch noch eine Unity Aura mit dazu. Kriege aber jetzt nichts von beiden. Habe sechs Siege eingesammelt und will mir jetzt den siebten holen. Dann lass uns mal gucken, ob das klappt. Indem wir uns den Kampf mal kurz anschauen. Das Gegnerteam sieht sehr heftig aus. Zumindest mal die hintere Reihe ist ganz gewaltig. Und doch die Draw da vorne macht mir ein bisschen Angst. Aber die pfeffern hier ordentlich drauf. Das muss man sagen. Jetzt nur noch der Kurt umbumsen, dann ist es das. Und das hat geklappt. So, das sieht doch schon mal gar nicht so mies aus. Ich nehme das blaue Ding hier für meine Olivia. Dann hat die auch was. Und wir versuchen jetzt Sieg Nummer 8 einzufahren. Gegen unter anderem eine Skald. Das ist ein heftiges Team. Detlef Skald, Valkyrie, zweimal Bale und Kurt. Das ist Heavy Metal. Scarlet ist gerade gefallen. Aber Skald und KKG sind auch gerade gefallen. Die Valkyrie ist gefallen und Kurt. Das war ein Sieg. Wahnsinn. Wahnsinn. Sinn. Belial könnte ich natürlich setzen. Würde ich aber aufgrund der, boah, alles auf Geschwindigkeit. Das ist meisterlich, was hier gerade geschieht. Das ist meisterlich. Der neunte Sieg in Folge. Wird er kommen? Ist die große Frage. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob ich schon mal verloren habe mit der Gruppe. Da ist auf jeden Fall ein Azathoth in der ersten Reihe, eine Lorelei, Skald, Kurt, Vethandi, Chessia. Also Chessia ist tot. Aber der Rest, nein. Also das war eine Niederlage, war die erste. Wir haben also noch mal eine weitere Gelegenheit und kriegen ja auch eine Vethandi, womit ich aber nicht arbeiten werde. Ich werde das Team jetzt so lassen, wie es ist. Ich greife jetzt voll auf sechs Magier an. Auf die komplett grüne Schiene, die hier gegnerseitig gefahren wird. Der Todesgott und Aegina sehe ich als sehr gefährlich an, während ich beim Rest eher entspanntere Phase war. Ja, war. Die Betonung liegt auf war. Und damit sind noch zwei Niederlagen in Runde 8. Was aber mit dem Team absolut in Ordnung geht. Das Team ist absolut in Ordnung gewesen. Kann ich mich nicht beschweren. Ich gehe auch wieder Richtung Magier, wie ihr sehen werdet. Werde ich wieder tun, wenn sich mir welche anbieten. Oh ja, das ist schon mal gar nicht schlecht. Magiermäßig gar nicht so verkehrt. Meine Katze hat einen leichten Rappel, also wenn ihr das im Hintergrund irgendwie gehört haben solltet. Ich weiß nicht, was für einen Sockenschuss der hat, aber der hat seine 5 Minuten, während ich mein Video mache. Das ist bekloppt. Naja. Tiere. Oh, erste Runde verloren nach dem ersten Sieg. Bitter, jetzt fängt der andere an zu maulen. Mein Gott, ey. Der geschissen oder was ist hier los? Na, da haben wir. Ich habe zwei von den Viechern. So, zweiter Sieg. Jo, leck mich am Arsch, Katze. So, Todesgott auch noch dazu. Das ergibt. Schon wieder eine 6er-Magier-Kombi, womit wir ja doch relativ weit kommen könnten. Noch ein Todesgott, das gefällt mir deutlich, da ich Todesgott sehr mag. Todesgott ist mir ja eigentlich einer der liebsten Mages. Dafür kommt der Exdeath hier hinten raus. So. Und wir haben einen weiteren Sieg eingefahren, meine Damen und Herren. Mal gucken, was wir jetzt ziehen. Oh, er ist so tough. Und ich muss ihn wegdrücken. Das Tränen, Tränen. Geschwindigkeit. Der Fähigkeit Schaden wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, aber
Ich gehe nochmal auf die Geschwindigkeit und ziehe noch einen weiteren Sieg von dannen. Dann nehmen wir das. Der hat nämlich noch nichts. Okay. Fünf Siege haben wir. Schaffen wir auch noch einen sechsten. Wäre ja ganz nice, wenn wir noch ein paar Punkte kriegen. Aber das Team ist stark, was uns gegenübersteht. Wir haben alleine mit Gulanda einen guten Tank dort. Wir haben einen Detlef, einen Ba. Oh. Ich habe nichts gesagt. Ist in Ordnung. Katze, ist es gut jetzt da hinten? Gut. Fähigkeit Schaden dazu. Siebter Sieg soll kommen. Frage ist, ob er es tut. Monkey King und Chess bereiten mir ein bisschen Kopfweh. Der Rest ist eigentlich, geht so. Natürlich hat er da eine sehr starke Aura. Aber war jetzt überhaupt kein Problem, wie man sah. Ein Detlef noch dazu nehmen? Ja, in dem Falle jetzt schon. Würde ich sagen. Bale kriegt bei mir ein Artefakt dazu. Und ich würde den hier rausnehmen, würde Detlef reinsetzen. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Ein Curt und ein Sensenmann sind da eigentlich die beiden starken Fraktionen. Der Rest absolut schlagbar. Aber wie ihr seht, kriege ich sie gerade richtig auf Mütze. Das war es in Runde 7. Das sind wieder 28 Punkte. Wir haben bereits 121 nach der Halbzeit. War ein schlechter Start. Daran liegt es jetzt, dass wir noch recht weit hinterhängen. Ach, jetzt habe ich keinen Magier genommen. Aber abwarten. Ich möchte da jetzt noch nichts groß beschreien. Wir haben wieder viele Magier gekriegt. Runde 1 ist überstanden. Das kann ich jetzt noch gar nicht machen. So, wir müssen jetzt sehen, dass ich jetzt natürlich das Ganze ein bisschen mehr aufgebaut kriege. Mit Magnus bin ich ja schon im Okay-Bereich. Alle anderen leider nicht. Da muss noch was getan werden. Hier ist noch Tesla. Den nehme ich jetzt auch einfach mal mit. Schmeiß dafür hier erstmal den Kleriker raus, um weiter zu pushen. Prayer kommt mir sehr gelegen. Finde ich klasse, dass sie da ist. Ich gehe jetzt echt einfach mal konsequent auf Magier und guck halt, was kriegt man denn so, wenn man durchgehend auf Magier geht. Wenn natürlich gar keine kommen, muss ich eine andere Gruppierung nehmen. Aber ich versuche es natürlich besten Gewissens hinzukriegen. Au, das war eine Niederlage in Runde 4. Noch eine Freya dazu. Das ist gar nicht schlecht. Dafür kann der dann da raus. So. Das ist dann ein Sieg. Runde 5 gewonnen. Wir haben hier viel zum Tauschen. Todesgott kommt mir immer gelegen. Ja, warum nicht? Freya kann auch mal ein Buch benutzen. So. Ja, okay. Das war die fünfte Runde. Niederlage da. 15 Punkte aufs Konto. Todesgott zum Start. Okay. Jetzt sieht es hier eher nach Assassinen aus. Müssen wir jetzt mal gucken, ob wir jetzt auf der Schiene der Magier gehen können. Mit Khalil mache ich das bestimmt nicht. Da ist das, was ich drin habe, besser. Ah, Drow, okay. Ich werde mich kurzzeitig mal so etwas umentscheiden müssen, was jetzt gleich überwiegend ist. Clerics oder Magics? Oh, ich kann auf Regina nicht verzichten. So leid, wie es mir tut, das kann ich beim besten Willen nicht tun. Also, nee. Ich wollte konsequent ziehen, aber nee, bei Regina nein. Beim besten Willen. Bei aller Liebe. Das jeit nicht.
Lass mal so. Wollte gerade erst gucken. Nee. Ob ich umswitchen soll. Ich habe es aber gelassen. Ball. Bail, Ball, Bail, Ball, Ball, Bail. Oh, Sieg. Sieg immer gut. Olli nix schuld. So, ist wenigstens geil. Sechs Siege haben wir. Kriege ich vielleicht noch einen siebten? Das wäre ganz nice. Nee. Leider nein. Sind wieder mal sechs, also 21 Punkte drauf. Drei Versuche noch. Ja, ihr seht schon, wenn man keinen Zehner kriegt, ist es unheimlich, unheimlich schwer, noch auf den grünen Zweig zu kommen. Boah, Katze, also langsam gehst du mir auf den Sack. Wenn du jetzt nicht gleich mich benimmst, trete ich dir voll in die Eier. Entschuldigung. Ist ja grausam, ey. Fliegt hier durch die Gegend wie so ein Teppich Porsche. Hammer. So, Deli. Mit Draw kann ich arbeiten. Immer gut arbeiten mit Draw. Noch eine Draw. Das kann man doch nehmen. Das kann man mit arbeiten mit einer Draw. Nehme ich die dann noch dazu. Zweimal Draw ist not bad. Absolutely not bad. Shoot Mel. Eine zweite Shoot Mel ist auch nicht schlecht, meine Freunde. Jetzt geht es ein bisschen auf die Clerics-Schiene, wie ihr seht. So schnell kann sich das Blatt dann einfach mal wenden. Nee, bei dem dann nicht. Hätte ich jetzt einen ersten Topf da angeboten bekommen. Da hätte ich wahrscheinlich noch ja gesagt, aber so nicht. So nicht. So, meine Friends. Let's have a look again. Sechster Sieg. Oh, hu, da kann ich nicht widerstehen. Am besten Willen nicht. Das geht nicht. Kann ich nicht. Bei Egina sollte man nicht Nein sagen. Autschi, Popautschi. Das hat wehgetan. Oh, das hat echt wehgetan. Was soll denn der Scheiß? Ah, Sieg Nummer 7. Oh, noch eine Shoot Mel. Das ist nice. Das ist nice. Raus mit dir. So. Mal gucken, was passiert, wenn ich so mache. Voll die Clerics-Attack hier. Aber was wird geschehen? Eine Shoot Mel wird sterben. Enger Kampf. Verloren. Oh, gewonnen? Wie ist das denn noch geklappt? War doch schon quasi scheintot. Okay, von mir aus. Hätte ich keinen Schaden. Ja, ist okay. Ist schon okay. Ich habe nichts gesagt. Ja. Okay. Hätte ich jetzt eher nicht so mitgerechnet. Könntest du mal aufhören hier? Mann, jetzt ist aber mal gut. Randale-Viecher. So, achte Runde. Not so bad. Zwei Runden haben wir noch, aber ich bezweifle, dass wir es noch packen. Bezweifle es minimal. Wenn ihr der anderer Meinung seid, dann Gott sei mit euch. That's enough. Once again. Once again. Dead Love. Okidoki. Das ist nichts. Fähigkeit chatten mal wieder. Okay. Eher nichts. Noch ein 600. Okay, jetzt. Wird's wiederum. Ich gebe mal einem 600 eine Tears of the Goddess. So, jetzt höre ich schon wieder virtuell sämtliche Hände auf dem Kopf zusammenschlagen.
Oh, Backe, ist der doof. Ja, von mir aus. Oh, wie nächste. Einen neuen Tank gefunden, meine Freunde. Na komm, wir sind doch nicht fertig mit Sex and Nuts, oder? Oh, Star Shards, auch noch dazu. Kriegt der andere Sex and Nuts. Ich mach das jetzt mal. Mal sehen, was das gibt. Okay, der will mir keinen mehr geben. Crit! Crit ist gut. Na, 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 na. Okay, das Buch für den nächsten. Wir sind schon bei Runde 7. Gar nicht so schlecht am Laufen, muss man sagen. Oh, Runde 8. Oh, oh. Chakalaka. It's amazing. Crit Schaden plus 30. Diesen Echsenring hier nehmen? Mein Gott, ist es bald mal gut mit euch zweien. Also ihr habt gleich euch echt genug geprügelt. Sollen wir uns den Kampf mal angucken, ob der neunte Sieg drin ist oder nicht? Gegen so ein... Was hat denn der mit dem Tesla da gemacht? Gerade einfach mal weggebumst. Okay, das war ganz schnell gegangen. Okay, dafür ist meine erste Reihe quasi komplett in nichts aufgelöst. Und das war's dann auch. Nach 8 Siegen kommt dann die Ernüchterung. Der freie Fall. Und das wird jetzt auch nicht besser, glaube ich. Nee, war so nicht. Aber eine 8 nochmal. Nochmal 36 Punkte. Was not bad. Kriegen wir jetzt einen 10er hin? Werden wir gewinnen? Das ganze Paket. Kriegen wir jetzt keinen 10er hin? Dann reicht es nicht von den Punkten her. Ich glaube, 9er ist noch zu wenig. 1. Ich möchte, dass ihr alle mitmacht. Ich werde der erste Topf jetzt verstärken. Einen haben wir. Zwei haben wir. Zwei Siege, meine Freunde. Der dritte Sieg. Aura. Vierter Sieg. Ich lasse die Aufstellung jetzt genauso. Niederlage Nummer Uno. Joe. Kommt sehr gut, sehr gelegen. Ich wollte das Sprayer nehmen, habe mich aber umentschieden, weil ich zwei Deadlifts habe. Na, kommt noch was nach? Meine Freunde? Schauen wir uns das Match an. Der Tandy und 6 sind dort gefährlich, der Rest eher nein. Kann mir einer sagen, was die zwei Deadlifts da hinten machen, außer chillen? Nichts, ne? Oh Mann, ey. Es hat noch gereicht, gerade so. Aber die Deadlifts müssen definitiv irgendwie da weg. Ist ja grausam. Ich nehme auch einen Volnir. Das ist wieder ein Sieg. Der 600 hat schon was. Der Azathoth auch, aber der kriegt jetzt ein Buch. Dann kriegt der eine Deadlock noch das Ding hier drauf. So. In der Hoffnung, die 8 wird noch erreicht, ging das Team unheimlich schwer.
Aber unheimlich schwer. Das geht in den Butz, das sehe ich jetzt schon. Dafür werden die einfach zu stark geheilt von Skald. Bei der Macht von Grayskull. Okay, Leute, 7, das reicht nicht aus. Das war's, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde sagen, diese Woche haben wir ja nichts mit Tap-Tap-mäßig, weil am Freitag ist ja nur Glücksrad, nichts Besonderes. Außer wenn was Besonderes kommt, dann zeige ich euch das am Freitag. Ansonsten ist es das ja erstmal. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen, teilen, liken, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.